はい、トラナガ様、スジコマスカルタピシン、チョコレカマスキャラ、チュワカティゴラディ、スポーティキニャチャプルスシーチャラチャカ、ツイバクシャ。あ、はい、シシン、シシン。Okay, also tschüss. Hi Menschen! Ich bin's, der kleine Dicke von Genetik. Ihr kennt mich wahrscheinlich noch aus Filmen wie Klein, Dick, Genetik oder Con Air an der Seite von Nicolas Cage. Doch genug zu meiner Person. Kommen wir nun zu etwas Wichtigem. Die Jungs von Trailer Park haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Für euch. Und zwar könnt ihr ein Stück Trailer Park Geschichte besitzen. Als materiellen Besitz. Zum Anfassen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, was labert der für eine Scheiße? Was labert der? Ich check's nicht. Was will der von uns? Okay. Kann ich verstehen. Und aus diesem Grund haben unsere Leute aus der Redaktion eine Computeranimation erstellt, die ihr jetzt sehen werdet, um zu wissen, was es damit auf sich hat. Film ab! Film ab! Hallo Kinder! Hier seht ihr, wie ein Teil der Bühnenshow des Ab 18 Konzerts von Trailer Park, nämlich der Wohnwagen, für etwas vorbereitet wird. Ja, aber für was denn? Ja, aber für was denn? Schauen wir es uns gemeinsam an. Aha! Hier sehen wir nun also, wie ein Mitarbeiter unserer Behindertenwerkstatt den Wohnwagen in gleich große Streifen schneidet. Aber warum macht er das bloß? Ja, warum macht er das bloß? Schaut selbst! Nanu, was macht er denn jetzt? Er schneidet die in Streifen geschnittenen Streifen des Wohnwagens in kleine mundgerechte Stücke. Aber warum macht er das bloß? Nachdem ich ihn freundlich gefragt hatte, warum er diesen Schritt nun macht, lachte er immer nur ständig und wiederholte seinen Vornamen. Das half mir aber auch nicht weiter. Ich habe mich an seinen Vorarbeiter gewandt und er sagte mir, dass aus diesen Streifen 12.000 mundgerechte Stücke geschnitten werden. Und jedes einzelne Unikat wird in die Box gepackt. In die TP4L-Box. Ah, sagte ich zu ihm. Ah, jetzt verstehe ich. Aber schauen wir nun weiter. Die mundgerechten Stücke warf er dann sorgfältig auf einen Haufen und sammelte sie dort erst einmal. Hier sehen wir nun die mundgerechten Stücke, die sorgfältig in einen Pappkarton, der natürlich aus rein ökologischen, giftigen Chemikalien erstellt wurde, zusammen. Dieser Karton wird dann sorgfältig versiegelt und nach Indien zur Weiterverarbeitung geschickt, damit jedes einzelne Stück in jeweils eine TP4L-Box gepackt werden kann. Viel Spaß damit und haltet es in Ehren. Und nicht vergessen, Chips wichtig. Zu unserem Kick ein paar Schläger bestellt. Die verlieren in der Crowd ihre Zähne durchstellen und liegen dann beim Sanitäter im Zelt. Das ist TP4L, Bitch, TP4L.